Ja, und willkommen zurück zu einer tropischen Folge Küchenchaos. Was ist da denn Hier los? sind wir in Malibu. Sind wir hier in Malibu oder was? Das ist keine Kokosnuss. Ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit. Wir haben Sommer, zumindest stellenweise in Deutschland, immer noch. Und ich habe mir gedacht, es wäre mal wieder Zeit für Cocktails. Aber wir trinken in diesem Haushalt hier eigentlich kein Alkohol. Langweilig. Also manchmal trinken wir schon Alkohol. Ich dachte mir aber, damit wir das alle hier nachmachen können, habe ich heute vier wundervolle Cocktails ohne Alkohol, die erfrischend für den Sommer sind. Es ist jede Geschmackssorte einmal dabei und sogar ein Regenbogen-Cocktail. Sag das Wort mal ohne Tail. Ein Regenbogen? Ja, was Ach, machen wir ein heute? Regenbogen-Cock. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das Bedürfnis habt, gerne Alkohol hinzufügen. Das ist gar kein Problem. Und wir starten mit einem herb, süßen, farblich sehr schönen Cocktail. Davon habt ihr auf jeden Fall länger was, wenn ihr genug davon trinkt. Für unseren Blue Lagoon Mocktail, denn so nennt man Cocktails ohne Alkohol und Umdrehungen, brauchen wir Blue Curaçao oder Blue Curaçaoze. Je nachdem, wie man es sagen will. Das ist unser Grundbestandteil. Des Weiteren brauchen wir Limettensaft und Schweppes, Bitterlemon. Das wird ein Fest. Wir starten mit dem Blue Curaçao. Ihr findet wie immer alle Mengenangaben unten in der Infobox. Und wir brauchen 40 Milliliter Blue Curaçaoze und 20 Milliliter Limettensaft. Wäre ich ein Sim, hätte ich jetzt einen Ladebalken über dem Kopf. So, das gießen wir schon einmal hier auf. Holla die Waldfee, beinahe die Klamotten eingesaut. So, das Nein, Papa Schlumpf. frittiert und geschreddert. Das und dann füllen wir einfach nur noch den Rest mit Schweppes auf. Es sind drei Zutaten, es geht unglaublich schnell, es sieht wunderschön aus. Und wenn man da jetzt noch ein Cocktailkirschchen oder ein Ananasscheibchen oben dran setzt, was wir leider nicht da Aber wir haben. haben was anderes da, soll ich es holen, was ich Ja, bestellt habe? bitte. OMG. Wir haben nämlich von der letzten Party noch was übrig und ich denke mir, warum sollte man das nicht mehrfach nutzen? Wir haben nämlich hier noch so einen lustigen kleinen Flamingo und wow, ein Schirmchen. Cool, sieht der nicht wunderschön aus? Und er ist so schnell gemacht. Lucken Sie, schauen Sie. Das sieht wirklich aus wie eine Lagune. Ist das nicht super beautiful? Das sieht von hier, finde ich, aus wie so ein Eismeer. Mega geil. Wenn man von unten nach oben hochzieht, da wird es erst süß und dann wird es ein bisschen sauer. Oh. Ich kenne keinen Menschen, der so laut schluckt wie du. Oh. Wenn Philipp trinkt, dann Best klingt words, das so. Digga. Wenn Philipp trinkt, dann ist das so. Mann, ich darf, weiß ich, Nadine wird jetzt folgende Imitation nachmachen. Gollalopp, Gollalopp, Ich Gollalopp. finde, wenn Philipp trinkt, klingt das so, als wenn man Wasser so einen Brunnenschacht Aber runterkippt. das ist bei Du anderen auch trinkst so so. laut Das ist einfach. bei anderen Lebenspartnern auch so. Community, prove it. Trinkt euer Lebenspartner auch so oder eure LebenspartnerInnen, trinken die auch so laut? So, ich krieg da einen Anfall. Okay, der ist doch schon mal wunderschön und ich würde vorschlagen, wir machen mit was Süßem weiter. Es geht nämlich weiter mit der Shirley. Ein Shirley Temple Mocktail. So, und ich habe ja meinen ganz eigenen Sirup. Das ist nämlich der Nadinsirup. Hier steht es dran, man kann es lesen. Das ist ein 1A Nadinsirup. Ja, was schmeckt der? Wut und Granatapfelauflösung. Hass. Wut und Hass, deswegen ist er so rot. Ihr könnt ja heute mal mitsehen, das ist nämlich ein interaktives Video. Wie oft Nadine den Händel von rechts nach links. Der heißt Findus und das wird noch so oft passieren, bis er es verstanden hat. So, wir brauchen dafür wieder unseren Mixer. Oh, das war ein bisschen viel. Ah. Ach, na ja. Dann kommt Zitronensaft dazu. Jam. So. Das wird jetzt einmal geschüttelt wieder. Nicht gerührt. Nein. Hendrik Luther, wir haben darüber gesprochen. Und wir brauchen wieder Crushed Eis. Nee, diesmal nehme ich Cubes. Das sieht wunderschön aus. Schauen Sie, und Grenadin ist halt ultra süß. So, und deswegen kommt da jetzt Ginger Ale drauf. Das füllen wir jetzt noch auf. Look at it. Guck dir den Verlauf an. Ist es schön oder ist es schön? Ich glaube, es ist ein bisschen schön, kann das sein? Wow, da fehlt jetzt aber auch wieder was. Oh, schauen Sie. Oh. Wow, ist das. Fühlt ihr die Karibik? Oh. Es fühlt sich richtig an nach Urlaub. Richtig Urlaubsfeeling, oder? Auf Balkonien, in Kalifornien. Das ist mal ein Leckerchen.
Nadine draufsteht, ist auch Nadine drin. Ich finde den auch besser als den Lagune. Ja, findest du? Ja. Ja, du bist eh nicht so für Dings, ne? Ja, auf jeden Fall. Sagt meine Mutter auch immer. Es ist exakt das. Okay. Du bist auch hin für, ja genau, das Regen. Ja. Bevor wir jetzt den Regenbogen hier releasen, habe ich noch einen anderen Cocktail für euch. Den Mocktail. Sorry. Nämlich den fruchtig süßen Coconut Queen. Ja, wenn ihr nämlich auf cremige Cocktails steht, was ich persönlich sehr favorisiere, davon kann ich aber immer nur einen trinken. Weil danach ekelt es mich. Also ich finde, so ein cremiger Cocktail ist mega. Das ist wie so ein Glas Sprite. Aber über ein Glas Sprite hinweg trinkst du keine Sprite, weil du sonst nur am Aufstoßen bist. Das Krasseste, so, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Studie zu gibt, aber von Sprite. Von Sprit rülpst man safe am meisten. Ja, das stimmt. Es gibt kein anderes Ding, außer teilweise. Es besteht einfach nur aus Kohlensäure. Teilweise habe ich mich mit meinem besten Freund damals nach der Schule hingesetzt. Wir haben beide gläserweise Sprite getrunken, um dann zu gucken, wer lauter rülpsen kann. Ihr habt auf dem Land auch echt nichts zu tun gehabt, ey. Okay, wir machen mal los hier mit Ananassaft. Nam, 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 nam. Und machen weiter mit meinem Favorite Maracuja-Saft. Oh mein Gott, Maracuja-Saft schmeckt einfach so unglaublich gut. Oder wie professionelle Barkeeper sagen, Maracuja. Maracuja. Da verschwindet eine Katze. Och Mann, guck dir diesen Fluffy Butt an. Diese dicke Doofkatze. Dann kommt da ein Spritzerchen Limette hinzu. Dann brauchen wir Kokoscreme. Flüt. Und Kokossirup. Kommt jetzt auch noch 10 Milliliter rein. Flüp, 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 flüp. Wir nehmen Cuisine. Das macht das Ganze dann schön cremig. Und jetzt wird durchgemixt. Okay, das sieht schon nicht schlecht aus. Oh, gucken Sie. Ich bin gespannt. Ist es so wie, als ob man... Aber ganz ehrlich, da jetzt ein Schuss weißer Rum, wäre schon Killer. Es ist vergleichbar, du kommst auf eine Insel, da wachsen aber Raffaellos an Bäumen. Ja. Und du schlägst so ein Raffaello aus und trinkst daraus. Ja, das ist... Hier, probier. Das ist fantastisch. Schmeckt mir nicht. Das ist mega lecker. Jetzt kommen wir zum Prunkstück dieses Videos hier. Ich lege schon mal das Glas zu mir, denn wir kommen jetzt zu einem Regenbogen-Cocktail und wir lieben Regenbögen. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich habe schon mal Eis eingefüllt. Bis hierhin läuft es schon mal sehr gut. So, als nächstes brauche ich Orangensaft. Hierfür gibt es jetzt keine Mengenangaben. Das wird einfach nach Bedarf gemacht und so, wie es schön aussieht. So, ich mache mal... So, jetzt brauchen wir als nächstes die Grenadinen wieder. Jetzt machen wir ganz vorsichtig mit einem Löffel den Sirup hier rein, in der Hoffnung, dass das eine schöne Schicht gibt. So, jetzt kommt die blaue und die grüne Schicht noch. Dafür mischen wir ein bisschen, ich fange mit dem Sprudelwasser an, Sprudelwasser mit richtig viel Sprudel mit Blue Curaçao. Durch das eingefärbte Wasser soll jetzt nämlich die grüne und die blaue Schicht entstehen. Wir gehen jetzt erst ein Stückchen hier unter den O-Saft und füllen das Ganze ganz vorsichtig ein. Und ich glaube, jetzt wird es ganz grün. Ne? Ich habe es ein bisschen verkackt. Naja, es hat nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, ich versuche es in einem anderen Glas nochmal. Jetzt lassen wir noch ein bisschen das Blau hier reinlaufen. Wow. Ja, jetzt sieht es aus wie ein Regenbogen. So, guck mal. Beauty. Das sieht ja schön aus. Tada. Man muss halt einfach echt vorsichtig beim Einfüllen sein. Aber jetzt haben wir hier rot, orange, grün, blau. Das sieht voll schön aus. Schwupp. Oh. Let's taste the rainbow. Hätte ich eigentlich Skittles einmatschen müssen. Ein bisschen Skittles da oder was? Ist aber nicht gekennzeichnet. Oh mein Gott, das schmeckt ja crazy. Hui, ist der süß. Du musst nach oben ziehen, sonst hast du nur Grenadinen. Der schmeckt schon ordentlich. Das ist auf jeden Fall der Rainbow. Das ist der Rainbow. Holla, die Waldfee, ist der süß. Ist halt sehr viel Grenadinen drin, ne? Sehr viel Syrup, aber der ist mal richtig schön. Finde ich voll gut. Also optisch, der gefällt mir tatsächlich optisch 10-10. Ihr Lieben, wenn ihr Spaß daran habt, macht es doch gerne nach. Ich habe letztes Jahr schon mal Cocktails ohne Alkohol gemacht. Da könnt ihr hier jetzt mal nachschauen, was es da Gutes gibt. Und falls ihr jetzt Rezepte habt, keine Ahnung, private, selbst erstellte Rezepte oder euer Go-To, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann sammeln wir das für die nächste Cocktail-Folge. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns am Donnerstag um 18 Uhr bei einem neuen Vlog wieder oder Montag bis Mittwoch von 12 bis 13 Uhr auf Twitch. Macht's gut, bis dann und tschüss.